fit für die Ruder-Bundesliga der Pirna Achter unterwegs. Mit freundlicher Unterstützung vom Autohaus Weigel. Ihr verlässlicher Partner für Suzuki, Mazda und Citroën auf dem Pirna Sonnenstein. Bitterfeld, Sachsen-Anhalt. Ja, es ist Mitte Juli und ja, es ist Sommer. Die Bedingungen alles andere als optimal. Der zweite Renntag der Ruder-Bundesliga ist ein extremer. Auch für den Pirna-Achter. Der beste Aufsteiger will in der ersten Liga weiter für Furore sorgen. Nach Platz 6 in Rüdersdorf will das Team auch diesmal punkten. Unter die besten 8, so lautet das Ziel. Also wir wissen, ja, wir haben 2 Punkte, an die wir denken müssen. Vorne das aggressive Fassen, schnell rein, nicht verschenken, ja, dass wir wirklich da, wo wir hinlangen, auch direkt setzen. Und hinten, wir müssen hier hoch ran und sauber hebeln. Die ersten 15 Schläge sind das Wichtigste hier, wir müssen da sauber rauskommen. Das Wetter spielt verrückt. Wind, Sturm, Wellengang und der Pirna-Achter mittendrin. Der Zeitlauf wird zur Nervenschlacht, 3-mal wird der Start abgebrochen, reguläre Bedingungen scheinbar unmöglich. Männer, ruhig bleiben, nicht diskutieren! Dann geht es doch noch los. 350 Meter voller Anschlag, Adrenalin pur. Der Pirna-Achter kommt gut in Fahrt. Trotz schwierigster Bedingungen liegt die Canaletto ruhig im Wasser. Der Emscher Hammer ist dem Ziel einen Wimpernschlag voraus. Was für ein Auftakt. Wir hatten ja teilweise dann oben solche hohen Wellen, dass es über die Bordwand drüber geschwappt ist. Das war schon krass. Wenn noch ein Blitz zu sehen gewesen wäre, wären wir, glaube ich, fluchtartig ins Wasser gesprungen. Die Ruder-Bundesliga ist das Schaulaufen der besten Vereinsachter des Landes. Hier ist richtig Power am Start. Das sportliche Niveau ist in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Wer in der Bundesliga bestehen will, muss hart arbeiten. Das Sportliche, insbesondere in den ersten Bundesligen, ist natürlich brutal. Wenn es um Hundertstelsekunden geht, wenn 40.000 Euro pro Jahr für ein Boot ausgegeben werden, plus extra Kosten wie Kleidung, plus Sponsoring, Verpflichtung. Das ist auch wirtschaftlich, materieller und Zeitdruck. Die Leute investieren ihre ganze Freizeit, die sind ja keine Profis. Von daher kann ich das Engagement von bestimmten Teams natürlich absolut nachvollziehen. Für den Pirna-Achter geht es jetzt ums Ganze. Eine gute Platzierung im Achtelfinale und Platz 8 ist sicher. Und wieder zählt jeder Schlag. Schon der kleinste Fehler wird beim Sprintrennen bestraft, doch der Pirna-Achter erhält dagegen. 55 Sekunden braucht die Canaletto für 350 Meter. Im Akkord wird die Goitsche durchwühlt. Der Sieger ist mit dem bloßen Auge nicht auszumachen. Die Technik löst auf, der Emscher Hammer ist eine Hundertstelsekunde schneller als der Pirna-Achter. Und dennoch, die Elbestädter haben ihr Ziel erreicht. In der Bundesliga geht es Schlag auf Schlag. Alle 2 Minuten wird ein Rennen gestartet und so bleibt auch der Pirna-Achter gleich auf dem Wasser. Im Viertelfinale kommt die Konkurrenz aus Hamburg, Frankfurt und Krefeld. Es ist die Creme de la Creme der Bundesliga. Und dennoch, der PRV liefert ein beherztes Rennen. Die ersten 200 Meter kämpft Pirna um Platz 1, doch dann ist der Meister aus Krefeld einfach nicht zu stoppen. Dramatik pur auf den letzten 100 Metern. Pirna oder Frankfurt, wer schafft den Sprung ins große Halbfinale? Am Ende setzt sich die Erfahrung durch. 300stel fehlen der Canaletto-Crew. Der Pirna-Achter verpasst die Sensation. Hauchdünn. Ja, der Ärger ist schon, groß, vor allen Dingen, wenn das dann so knapp ist. Wenn das deutlich ist, gut, okay, man war eben die ganze gut, aber dann so knapp und dann war ich auch noch derjenige, der da noch so ein bisschen hängen geblieben ist, dann die letzten 3 Schläge da, ja, das nurbt etwas. So dicht dran war der Pirna-Achter noch nie. Und über die verpasste Chance ärgert sich einer am meisten, der gar nicht im Boot sitzen kann. Henry Mirzwa fehlt dem Pirna-Achter verletzungsbedingt. Den couragierten Auftritt seiner Jungs verfolgte der Alterspräsident des Achters von außen. Das ist auch, sag ich mal, Konzentration. Die Jungs sind aufgeregt. Das ist erste Liga Pirna. Wer fährt hier? Hamburg, München, wir fahren alle Nationen. Pirna kommt hier als Dorfverein, sag ich mal. Und wir präsentieren uns hier affengeil. Wirklich super. Und heute war wirklich drin, ersten 4 zu machen. War drin.
Im kleinen Halbfinale gegen Münster gibt es für den Pirna Achter nichts zu holen. Eine halbe Bootslänge trennt die beiden Teams. Der Stimmung aber beim mitgereisten Anhang tut dies keinen Abbruch. Ideal, was die Jungs gemacht haben, kann man ja anders sagen. Vergangenes Jahr den Aufstieg geschafft, zu Ehren über Bartsch. Und dieses Jahr fahren sie vorne mit unter den besten 10. Super. Es gibt noch einen Sieg zu erholen und das ist Platz 7 und das werden sie machen, 100%, ich bin überzeugt davon. Und die Mannschaft zieht durch. Gegen den Germania Ruderclub aus Hamburg zeigt der Pirna Achter einen perfekten Lauf. Überlegen und mit persönlicher Tagesbestzeit fertig Canaletto auf Platz 7. Also ich bin hochzufrieden. Es war das Viertelfinale. Schade, dass die Jungs da mit 300stel den zweiten Platz abgeben mussten. Aber im Großen und Ganzen, wir sind dran an der Elite. Wir sind die drittschnellste Zeit gefahren, auch im Viertelfinale gegenüber allen anderen Mannschaften. Wir brauchen uns nicht verstecken und ich denke mal, wenn wir weiter so dran sind, dann kriegen wir auch die anderen irgendwann noch. Der Pirna Achter ist angekommen in der ersten Liga. Auch nach dem zweiten Renntag bleibt die Mannschaft auf Tabellenplatz 6. Und sie hat Lust bekommen, Lust auf mehr. Also wenn man jetzt bewiesen hat, dass es halt wieder keine Eintagsfliege war, wir können mithalten. Und gerade das, es gibt uns jetzt auch Mut, dass wir gesehen haben, wir können sogar unter die ersten 4, da können wir mal reinschnuppern. Und wenn wir es wirklich mal schaffen würden, das ist, denke ich mal, unser Ziel, dass wir es mal immer schaffen, mal die ersten 4 zu fahren und einfach mal die Finalrunde da mitzufahren. Und uns am Ende, wenn es bloß die Ananas ist, freuen wir uns auch genauso drüber, weil für den 4. Platz gibt es ja die Ananas. Ja, ist ja auch eine tolle Sache. Der Pirna Achter ist angriffslustig. Am 18. August gibt es die nächste Chance. Dann macht die Ruder-Bundesliga in Duisburg Station. Fit für die Ruder-Bundesliga, der Pirna Achter unterwegs. Mit freundlicher Unterstützung vom Autohaus Weigel. Ihr verlässlicher Partner für Suzuki, Mazda und Citroën auf dem Pirna Sonnenstein.